Wie kannst du die Cell Power Bottle von Nuno Nina für dich bestellen? Schritt 1. Folge dem Link aus der Beschreibung dieses Videos. Mit einem Klick gelangst du auf diese Seite hier. Wähle hier aus, wie viele von diesen Cell Power Flaschen du kaufen möchtest und klicke dann entweder auf Add to Cart, um diese Flasche deinem Warenkorb hinzuzufügen, oder auf Buy with Shop Pay, um einen Expresskauf durchzuführen. Ich wähle jetzt hier die längere Variante, füge die Flasche jetzt also mit einem Klick auf Add to Cart meinem Warenkorb hinzu und wie du sehen kannst, wurde die Flasche meinem Warenkorb hinzugefügt. Mit einem Klick auf View Cart gelange ich zu meinem Einkaufswagen. Hier siehst du jetzt einmal die Cell Power Bottle. Und von hier aus hast du wieder die Möglichkeit, einen Expresskauf durchzuführen über ShopPay, PayPal oder GPay oder alternativ über Checkout manuell deine Daten einzugeben. Ich wähle jetzt auch wieder den längeren Weg, klicke einmal auf Checkout und gelange dann auf diese Seite. Hier wird mir schon wieder der Expresskauf angeboten und alternativ die Möglichkeit, dass ich hier selber meine Daten eingeben kann. Zuerst einmal kannst du hier oben deine E-Mail-Adresse eingeben. Meine E-Mail at mail.de. Und hier kannst du auswählen, ob du künftig Newsletter von Nuno Nina und seinem Shop erhalten möchtest oder nicht. Das wähle ich jetzt mal ab. Und hier unter Shipping Address kannst du deine Adresse, also deine Versandadresse angeben. Hier bei Country wurde schon richtig Germany, also Deutschland, für mich ausgewählt. Unter First Name kannst du deinen Vornamen eingeben. Unter Last Name deinen Nachnamen, unter Company optional deinen Firmennamen und unter Address die Straße, wo du wohnst. Hier wähle ich jetzt mal die schöne Straße 1 und du siehst, dass mir hier schon die Straßen vorgeschlagen werden. Ich hatte jetzt die schöne Straße 1 im Stuttgart im Sinn. Klicke also hier auf diesen Eintrag und du siehst, hier wurde jetzt automatisch unter Postal Code die richtige Postleitzahl hinterlegt und unter City die richtige Stadt. Hier darfst du jetzt noch unter Apartment, Suite etc. eingeben, wo genau du wohnst. Also wenn die schöne Straße 1 jetzt mehrere Etagen hat und so weiter, kann ich hier zum Beispiel eingeben, Etage 1. Wenn du in einem Einfamilienhaus wohnst, kannst du auch einfach Erdgeschoss eingeben. Das ist hier nicht so wichtig. Wichtig ist jedoch, dass du irgendwas hier reinschreibst. Letztendlich kannst du hier noch deine Telefonnummer hinterlegen, falls es Rückfragen zu deiner Bestellung geben sollte. Mit einem Klick auf Continue to Shipping, also weiter zum Versand, gelangst du dann zum nächsten Schritt. Hier siehst du nun, dass dir 16,08 Euro Versandkosten für den Versand nach Stuttgart in Deutschland berechnet werden. Hierzu habe ich dir in der Videobeschreibung einen Code hinterlegt, den du in diesem Fenster hier eingeben kannst. Den habe ich mir bereits kopiert, kann ihn jetzt also hier einfügen, klicke auf Apply und du siehst, die 16,08 Euro sind jetzt durchgestrichen und du erhältst einen kostenlosen Versand. Hier kannst du dann nochmal überprüfen, ist deine E-Mail-Adresse korrekt, ist die Anschrift korrekt und wenn ja, kannst du hier weiterklicken auf Continue to Payment, also weiter zur Bezahlung.
Hier hast du jetzt die Möglichkeit, über Kreditkarte zu bezahlen oder über PayPal. Billing Address, das ist deine Rechnungsadresse. Hier ist standardmäßig ausgewählt, dass die Rechnungsadresse die gleiche wie die Versandadresse ist. Wenn du eine separate Rechnungsadresse eingeben möchtest, dann klicke bitte hier drauf auf Use a different billing address. Abschließend, hier erinnere dich an mich, kannst du anklicken, dass deine Informationen gespeichert werden für weitere Einkäufe. Hast du also deine Zahlungsdaten alle eingegeben, kannst du über den Klick Pay Now, also jetzt bezahlen, die Bestellung abschließen.